Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leimbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Das Thema heute ist, worauf es für Frauen beim Sex ankommt. Fragen an die Frauentrainerin Laila Bust. Hallo Laila, schön, dass du zum zweiten Mal hier dabei bist. Ja. Hallo Björn und hallo Männer. Vielleicht hast du den ersten Teil gehört zum Thema Flirten, Daten und Beziehung. Also der erste Teil unseres Interviews. Sonst empfehle ich es dir hiermit. Es ist ein guter Einstieg, weil wir werden jetzt etwas mehr ins Eingemachte gehen, nämlich das Thema Sex. Klassischerweise denkt man ja immer, Männern ist Sex wichtig, Frauen nicht so. Als Mann musst du, wer weiß was, machen, um Sex zu bekommen. Und Männer sind ja auch diejenigen, die Pornos konsumieren, die für Sex Geld bezahlen. Und da stellt sich die Frage, stimmt das? Ist Sex für Männer wichtiger als für Frauen? Und ich denke, da gibt es niemanden Besseren als die Laila dazu zu fragen, denn als Tantra-Lehrerin, als Sexualtherapeutin mit wirklich viel Erfahrung von über 10.000 Frauen in 25 Jahren, ich denke, da kennt sie so viele und zwar sehr, sehr intime Geschichten, Biografien von Frauen aller Altersklassen und sehr unterschiedlicher sozialer Schichten auch, dass da ein unwahrscheinlich großes Repertoire ist. Insofern sind das wichtige Antworten. Also an dich die Frage, wie siehst du das leider? Ja, also wichtiger würde ich sagen, ja, ist es Männern als Frauen. Das heißt aber nicht, dass es Frauen nicht wichtig ist. Ich würde sagen, Frauen ist Sex wichtig. Deswegen kommen sie zu mir in die Trainings. Die meisten Frauen, weil sie eben ein Problem oder Thema mit ihrer Sexualität haben und das lösen wollen. Also ist es ihnen auch wichtig. Jetzt könnte man ja sagen, Sex, gibt es einen Unterschied? Sex im Sinne von Geschlechtsverkehr oder sexuellen Praktiken und Erotik. Würdest du da einen Unterschied sehen? Ja, natürlich ist ein Unterschied zwischen Sinnlichkeit, Erotik und direkter Sex. Und da liegt vielleicht eben auch der Unterschied zwischen Frauen und Männern, dass Männer, ich sag mal, einen stärkeren, direkteren Zugang haben zum direkten Sex. Und für Frauen Sex oder Sexualität eher ein Paket ist. Also ein Gesamtpaket, wo der direkte Sex dazugehört, natürlich, aber eben auch Erotik, Sinnlichkeit. Du hast gesagt, Erotik und Sinnlichkeit legen Frauen besonderen Wert drauf, vielleicht mehr als Männer. Und was heißt das konkret? Wodurch entsteht Erotik und Sinnlichkeit? Was muss ein Mann tun, um Erotik entstehen zu lassen? Was finden Frauen toll oder was erwarten sie auch? Ja, also wenn ich sage Erotik, das war ja das Eigentliche, ist wichtig als Voraussetzung für den Sex oder gehört zu diesem Gesamtpaket auch dazu. Dann schafft Erotik eben, ist so eine Art Vorbereitung. Auch. Also es geht ums Vorspiel. Wie so eine Art Vorspiel. Ne? Was das sexuelle Verlangen praktisch schürt, vorbereitet oder steigert. Und dazu gehört, zur Erotik gehört als allererstes natürlich die Kleidung. Ja, das heißt, ich muss mich entsprechend kleiden. Die Frau als auch der Mann, also der kann da nicht in Jogginghose und dicken Socken irgendwie kommen. Zur Erotik gehört zumindest für Frauen eine gewisse Romantik, vielleicht irgendwie, dass man eine schöne Atmosphäre schafft mit Kerzen, Düften, schöner Musik. Das ist ganz wichtig. Und dann gehört zur Erotik natürlich auch die Verführung. Das heißt, dass der Mann auch deutliche Signale gibt an die Frau, hey, ich will dich. Ja, und sie dann auf spielerische Art im erotischen Spiel auch darauf eingehen kann. Okay, die ersten beiden Dinge sind, glaube ich, klar.
Verführung. Da wäre gut, wenn du nochmal genauer drauf eingehst. Was heißt Verführung? Klar, dass es in einem Date jetzt zum Sex kommt oder dass man irgendwie Interesse hat, das ist das eine, das zu zeigen. Ja. Aber was gehört noch zu einer Verführung dazu? Also eine Verführung, wenn die Frau ganz heiß ist und es ist klar, dass es zum Sex kommen wird, ist das nicht so schwierig. Aber die Frau ist gerade gestresst, zum Beispiel in der Beziehung, es ist gerade irgendwie ein bisschen dicke Luft oder es läuft gerade nicht so gut. Dann ist es ja nicht so leicht, die Frau zu verführen, sag ich mal. Ne? Wenn es alles nicht so super romantisch und super sexy ist, wie das zum Beispiel im Beziehungsalltag ist. Ja, da hat man die Kinder endlich ins Bett gebracht, man ist abgenervt, man ist schon müde oder ja, es gut, ist ein bisschen schlechte Stimmung. Was ist eine gute Verführung? Was kann man tun, um eine Frau, sag ich mal, in erotische Stimmung zu bringen? Ja, also das Wichtige ist Atmosphäre schaffen. Mhm. Vielen Frauen fällt es schwer, den Schalter umzulegen, wie du das gerade gesagt hast, ne? Aus einer Stresssituation, ich glaube, das fällt Männern leichter, einfach zu switchen und sagen, so, jetzt ist Sex angesagt, ne? So, das heißt wirklich erstmal wirklich die Kerze anstecken, die Musik auflegen, das Licht dimmen, ja, oder die Kerze anzünden, dann Körperkontakt machen. Ja? Mhm. Körperkontakt ist für die Frau ganz wichtig. Das heißt, also sich nicht gleich auf die Frau stürzen, sondern sie bereit machen. Die Frau, wie ich das schon gesagt habe, die Frau braucht dieses Gesamtpaket. Ja, das wird üblicherweise als Vorspiel bezeichnet, was ich eigentlich finde, was mit zum Hauptspiel dazugehört, denn es macht entscheidet ganz arg über die Qualität auch des Sexes. Ja, erstmal Körperkontakt machen, die Frau streicheln, küssen, ne, vielleicht ein bisschen necken auch, ja, durch die Haare, in die Haare pusten, sie am Hals küssen, wo sie sich auch immer noch, wo sie sich noch nicht direkt drauf einlassen kann, wenn sie jetzt gar nicht in Stimmung ist, wo sie sich noch ein bisschen zieren kann, aber wo sie doch schon für das Liebesspiel geweckt wird. Oder auch mal kitzeln, also Körperkontakt auf alle Fälle, der Körperkontakt, der dann übergeht quasi in ein Streicheln des ganzen Körpers, Komplimente machen, den Körper küssen, den Körper beatmen, den ganzen Körper erwecken, bevor man dann überhaupt weitergeht. Ja, häufiges Thema ist ja, dass die Frau nicht sofort begeistert ist, sondern erstmal sagt, ach, passt gerade nicht oder ich will gerade nicht oder eine Ausrede sucht und sich entziehen will. Ja. Was macht ein Mann da? Gibt er dann auf oder was ist sinnvoll? Das habe ich ja genau so, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es wichtig, Körperkontakt zu machen mit der Frau und zwar auf eine spielerische, leichte Art, also sie nicht einfach aufs Sofa zu schmeißen und sich dann da drauf zu legen, sondern eben genauso, wie ich es geschildert habe, also sich annähern, die Hand halten, den Nacken küssen, in die Haare pusten, sie necken, ein bisschen kitzeln und dann stärker in den und dann allmählich sinnlicher zu werden oder erotischer zu werden, Komplimente machen, auch durchaus vom eigenen Verlangen zu sprechen, ja, hey, ich begehre dich oder ja, ich liebe es, keine Ahnung, deine Haut zu streicheln oder zu küssen, das dann auch zu machen und sie so quasi zu öffnen, innerlich zu öffnen für die Liebe. Also muss ja schon dabei bleiben, auch wenn sie nicht sofort heiß wird und sofort... Natürlich. Sich nicht eigentlich abschrecken natürlich, lassen. Natürlich, das habe ich am Anfang ja gesagt oder gemeint, als ich gesagt habe, Führung übernehmen. Ne? Das heißt, wenn der Mann diese Intention hat, natürlich den Raum schaffen dafür, dann nicht erwarten, dass sie das macht. Macht sie nämlich nicht. Und am Ball bleiben, klar, natürlich. Also macht sie nicht, hast du drüber gelacht. Der Mann ist zuständig, ne? Ja, meistens. Mhm. Ne? Also okay. Natürlich gibt es auch Frauen, die selber, ich sage mal, eine sehr starke Libido haben, sehr scharf sind und es ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass die Frau mal den Mann verführt, ne, indem sie ihn, keine Ahnung, abends zum Dating in toller Unterwäsche und Strapsen empfängt. Und das kann sie natürlich machen, aber für gewöhnlich macht das der Mann. Also, weil der Mann einfach einen anderen Zugang hat
zu seinem Sex. Zu seiner ist ja auch Sexualität. Das Feuer, was das Wasser heiß macht und nicht das Wasser, genau. Was das Feuer heiß so, macht. Schönes Beispiel, ja. Genau. Ja. Ja. Ich möchte nochmal auf das Thema, das hatten wir im letzten Podcast auch, aber es ist halt ein Thema, was in den Medien wirklich platt und breit getreten wird und was für viele Männer eine Riesenbarriere darstellt, auch nicht ohne Grund, die da erzeugt wird, nämlich MeToo-Bewegung, Nein bedeutet Nein. Der Mann macht ein Angebot, die Frau sagt Nein und er muss ja eigentlich dann sofort abziehen. Ist es so? Er macht ein Angebot, ein sexuelles Angebot, er legt die Hand um sie, er versucht, sie in den Nacken zu küssen und die Frau entzieht sich, weil sie gerade noch nicht in Stimmung ist. Was heißt das? Muss er dann sofort aufgeben? Na, da gibt's natürlich schon einen Unterschied. Ne? Also wenn eine Frau eindeutig Nein sagt, sollte der Mann das Nein auch akzeptieren. Ja, ansonsten ist es Übergriffigkeit. Mhm. Das würde ich genauso sehen. Mhm. Und wo ja? sind eindeutige Neins und wo nicht? Ja, das muss man halt herausfinden. Mhm. Das ist eben, wie gesagt, ein Balanceakt. Ne? Und ich denke, so Signale können zum Beispiel ein Lachen der Frau sein. Also ich sag mal, eindeutiges Signal ist ja wohl, sie sagt, lass mich in Ruhe, geht aus dem Zimmer, geht in ihr Zimmer, knallt die Tür zu, schließt ab. Ja? Gut, und wenn ja er dann die Tür eintritt, ja, das wäre dann selten dumm. Ja, gut, ja. Die, meistens liegen die ja in einem ganz anderen das Bereich. Das ist das Problem. Mhm. Das ist das Problem und das muss man rausfinden. Und vielleicht gibt es dann einen zweiten Versuch, wenn dann die Frau nochmal ganz klar Nein sagt, lass mich in Ruhe und weggeht. Also, ja, aber das ist ja, die meisten Männer trauen sich nicht. Wenn sie ein Nein bekommen, was andeutungsweise ein Nein ist, dann haben sie Angst, übergriffig zu sein. Und das wird ja geschürt, diese Angst, und lassen es dann. Und es kommt dann eben nicht zum Sex, weil, naja, die Frau ist eben nicht super heiß gerade von sich aus, sondern möchte eigentlich verführt werden, hat grundsätzlich die Bereitschaft, ist aber gerade nicht in der Stimmung. Ja gut, aber das wird sie dann auch signalisieren, wenn sie grundsätzlich die Bereitschaft hat. Also sie wird dann zum Beispiel vielleicht abwehren, aber dabei lachen. Mhm. Sie wird sich entziehen, aber nicht ganz entziehen. Mhm. Ja, sie wird immer noch an seiner Seite sein. Mhm. Ja, sie wird ihm vielleicht auf die Finger kloppen, ja, und sagen, ah, du willst schon wieder, ne, du, keine Ahnung, irgendwie. Ja, und ihm dann, aber das ist ein spielerisches auf die Finger kloppen. Mhm. Ja, also ein bisschen Menschenerfahrung braucht man in Beziehung. Ja, aber genau das ist ja dieser Bereich, der tabuisiert wird, wo es eben darum geht, wo ist die Grenze, klares Nein, das ich respektieren muss. Ah. Und wo ist es ein spielerisches Nein, was letztendlich dann doch zu einer erotischen Begegnung führt. Ja, aber ich würde mal sagen, es ist, da muss man wirklich auch den Kontext sehen. Also da würde ich sagen, da würde ich ganz klar unterscheiden, ist es meine Frau, also meine Partnerin, ist nochmal eine ganz andere Nummer als eine Frau, die ich gerade angeflirtet habe. Mhm. Oder in einer Bar treffe. Eine ganz andere Nummer. Mhm. Und da gehe ich mal davon aus, dass der Mann auch die Signale der Frau, der eigenen Frau besser versteht als einer fremden Frau und dass er dann bei der eigenen Frau auch mal ein bisschen mehr riskieren kann. Die wird ihn nicht gleich anzeigen. Na gut, wir sind noch nicht in Schweden, wo die unachtsame Vergewaltigung eingeführt wurde, ja, wenn nicht ganz klar ein schriftliches Ja da ist. Okay, lassen wir das Thema an dieser Stelle. Und gehen mal weiter. Was passiert denn dann wirklich beim Sex? Also, ich sag mal. Weißt du das nicht? Das würde ich von dir hören. Was aus Frauensicht da passiert. Also, was muss geschehen, damit ein Orgasmus wirklich überwältigend ist für eine Frau? Damit sie sagt, einerseits, welche Bedeutung hat der Orgasmus? Vielleicht das? Oder hat er die Bedeutung wie für einen Mann? Und was macht richtig guten Sex aus, dass die Frau allen ihren Freundinnen sagt, boah, war das klasse. Also der besten Freundin zumindest wird sie das sofort erzählen. Also ich glaube, richtig toller Sex für die Frau. Ich sage den Frauen im Training immer, richtig toll war der Sex, wenn du hinterher eine andere bist als vorher. Also wenn du dich irgendwie anders fühlst. Und das bedeutet, dass sie in ihrem ganzen Wesen einmal auf den Kopf gestellt wurde. Das heißt, die Kontrolle verloren hat, vollkommen aufgeben konnte, sich vollkommen fallen lassen konnte.
dass sie auch ihren Zyklus oder ich sag mal ihren Rhythmus von Sexualität leben konnte, der ein anderer ist als beim Mann. Erst einmal, für gewöhnlich, ist es ja so, dass Sexualität oder Erregung in Wellen geschieht, vor allen Dingen bei der Frau. Ne? Also die Erregung steigt an, sie ist auf dem Erregungsplateau, die Erregung fällt wieder ab. Manchmal ist sie minutenlang, viele Minuten auf dem Erregungsplateau, sie kann dort einen Orgasmus bekommen, die Energie sinkt wieder, sie wird neu aufgebaut, sie kann wieder einen Orgasmus bekommen. So, wenn sie also auch ihren Rhythmus ein Stück weit leben kann, viele Frauen kennen ihren Rhythmus nicht, aber wenn das ist und sie dadurch dann auch wirklich, sag mal, ganz körperlich erfüllt ist, wenn die Orgasmen also wirklich Orgasmen sind oder der Orgasmus ein Orgasmus ist, das heißt wirklich aus der Tiefe, l'appétit mort, wie die Franzosen sagen, der kleine Tod, wo sie die Kontrolle völlig aufgegeben hat, dann ist sie die, dass sie einmal auf den Kopf gestellt wurde, dann ist sie anders als vor der Liebe. Das passiert ja im klassischen, herkömmlichen Sex, den man sowohl in den Pornos als auch andeutungsweise in den normalen Hollywood-Filmen sieht, kommt der ja nicht vor, nein, oder? Eben, das ist das Problem. Das ist auch ein Problem, weshalb sich Frauen aus der Sexualität zurückziehen, weil ich sage, die Frauen sind alle angepasst an der männlichen Sexualität. Die männliche Sexualität wiederum ist ja sehr stark geprägt, erstmal auch von Pornos und von den Vorgaben in den Medien. Da geht es darum, auch die klassische Interpretation, was der Orgasmus ist, ist natürlich so. Damals in den 60er Jahren veröffentlicht, die Erregung steigt an bis zum Höhepunkt. Dann ist der Höhepunkt die Ejakulation des Mannes und dann fällt die Erregung runter und es kommt die Entspannungsphase. So, und daran sind auch Frauen orientiert und so ist die Sexualität normalerweise aufgebaut. Das heißt, der Mann stimuliert die Frau wie wild, dass sie draufkommt, dass sie erregt wird und dann stimuliert sie ihn dabei und dann gucken sie, dass sie irgendwie so zusammen zum Höhepunkt kommt oder erst die Frau und dann der Mann. Das ist so das Übliche, weil wenn der Mann zuerst kommen würde, dann kommt die Frau nicht mehr, weil wenn der Mann kommt, dann geht er, ne? Wie du gerne zu sagen beliebst. Das ist Feuer aus. Ja. Genau. So, und das heißt, letztendlich kann die Frau nur diese erfüllte Sexualität erleben, wenn sie ihre eigene weibliche Sexualität mit ihrem weiblichen Rhythmus, mit ihrem Potenzial, ja, was gigantisch ist, wenn sie das für sich selber entdeckt hat. Ja gut, da geht ja jetzt um die Männer. Also ich sag mal, das ist ja erstmal was viele Frauen trainieren müssen, überhaupt in Ekstase zu kommen. Ne? Genau. Eine gute Sexualität, was du beschreibst, ist ja ein ekstatischer oder ein Trancezustand oder so etwas. Ja? Mhm. Das ist eben nicht nur geil oder auch nicht nur liebevoll, sondern ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Genau. Und das trainierst du ja mit den Frauen, da gibt's ja nicht so viele Frauen, die das wirklich auch erleben oder wahrscheinlich nur bei mir schon. Bei dir schon, aber auf der freien Wildbahn, die nicht Dakini sind? Nein, das denke ich auch genau aus dem Grund, was ich gesagt habe. Ne? Das ist ja, ich meine, auch Frauen gucken heute Pornos im digitalen Zeitalter, auch nicht, wenn das so konsumiert wird wie die Männer, aber von ihnen. Aber natürlich, da wird ja was anderes vorgespielt und daran orientieren die sich. Ne? Und auch Frauen, auch wenn die masturbieren schnell, gezielt, keine Ahnung, mit dem Vibrator, mit dem Duschstrahl, um sich zu befriedigen. Mhm. Ja, und aber das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich eben Frauen erlebe, die mit einer ganz großen Unzufriedenheit auch dabei zurückbleiben, mit einem großen Unerfülltsein. Auch wenn sie eben nur diese Sexualität kennen und praktizieren, werden sie trotzdem auf Dauer unerfüllt. Also Frauen suchen letztendlich diese ekstatische Erfahrung auf alle und sehen Fälle. Sich danach. Der Ganzkörperorgasmus, also zeigt es einfach schon, dass der ganze Körper beteiligt ist, aber eben, wie ich gesagt habe, nicht nur der Körper, sondern das Herz, die Seele, der Geist, das ganze Wesen Frau. Ne? Das ist ja vielleicht auch der Unterschied.
Frauen, ich sag mal, sagen ja, oder zumindest früher hat man das immer gesagt, ja, der Mann ist schwanzfixiert und schwanzgesteuert. Das bedeutet, dass für ihn Sexualität ja wirklich mit dem Penis in erster Linie passiert. Mhm. Ja? Und den Geschlechts- oder besser gesagt den Geschlechtsteilen, die Hoden sind auch noch mit beteiligt. Aber für die Frau bedeutet Sex eben, das ist vielleicht der Unterschied, wirklich ganz körperlich. Mhm. Ja, sie möchte in ihrem ganzen Körper berührt werden. Der ganze Körper muss erweckt werden, damit sie sich auch wirklich öffnet für den eigentlichen sexuellen Akt. Und sie möchte einfach mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele beteiligt sein. Also Männer, aufpassen vor den Dakinis, ne? Wenn du kein Formel-1-Pilot bist und keine Erfahrung hast, dann fliegst du aus der Kurve. Also, naja, die Frage ist ja jetzt, wenn das die Sehnsucht ist von Frauen, wenn das die Sehnsucht ist, guter Sex heißt, sie verändert sich, sie ist in wirklich ekstatischen Zuständen, Ganzkörperorgasmus, starke Herzbeteiligung, das ist ja großes Kino, ne? Wie kann ein Mann so ein großes Kino erzeugen? Ganz großes Kino. Ja, wie schafft ein Mann das? Der muss ganz klar seine Sexualität umstellen. Mhm. Also ich sage, wenn der mit der Frau mithalten will, also im Sinne, dass er wirklich eine erfüllte Sexualität mit seiner Partnerin leben will, dann muss er sich umstellen. Das heißt, er muss lernen, Erregung länger zu halten. Ganz konkret, er muss lernen, ich nenne es jetzt mal, ich bin jetzt mal genauso direkt wie du, Björn, seine Schwanzfixierung in der Sexualität aufzugeben und sich auch genauso ganz körperlich streicheln lassen, berühren zu lassen, im Körper erwecken zu lassen, um in eine größere Entspannung zu kommen. Und die braucht er ja letztendlich auch, um Erregung länger halten zu können. Mhm. Ja, er muss seine Konditionierung aufgeben, möglichst schnell durch schnelle, direkte Stimulation des Penis zum Orgasmus zu kommen, um dann befriedigt zu sein. Ich denke, das ist das Allerschwierigste und das Allerstärkste, was er verändern muss. Er muss seine sexuelle Konditionierung verändern. Und mithilfe durch Techniken, die er bei uns lernt, eben Atemtechniken, Entspannung und auch das Akzeptieren, dass auch der ganze Körper zum Sex, zur Sexualität dazugehört, da sich zu verändern. Mhm. Und eben, wie gesagt, er muss lernen, auf diesem hohen Energieniveau zu verweilen. Ich glaube, das weiß ich natürlich vor allen Dingen von dir, aber eben auch von anderen Männern, dass viele Männer gerade auch durch das Onanieren vom Porno einfach sich sehr stark da konditioniert haben, schnell zu kommen. Und ich glaube, oder eben das andere, dass für viele Männer ja auch, ich denke, da spreche ich dann auch ganz in deinem Sinn, ja, es verlernen im Alltag, Energie zu halten oder das Spannung zu halten, ich nenne es jetzt mal so, und dass sie eben wieder lernen müssen, Spannung zu halten, also nicht gleich zu kommen. Also geht es nicht nur um Techniken, wie errege ich eine Frau, wie stimuliere ich eine Frau, sondern wenn ich muss selbst auch in diese ekstatischen Zustände kommen können als Mann, eine Frau dahin zu führen. Ne? Wenn ich nur der Kontrolletti bin, der eine Frau, ich sag mal, rumschraubt und 1000 Techniken aus den Büchern hat, das nützt mir nicht wirklich was. Auf alle oder? Fälle. Wie siehst du das? Ganz genau so. Mhm. Also eine Frau, die guter Sex bedeutet dann für eine Frau auch, dass ein Mann auch in so einen Zustand reinkommt, dass er eben nicht nur der Rumschrauber ist, der sie dort richtig stimuliert, richtig küsst, in der richtigen Art und Weise mit Stellungswechseln vögelt, sondern der selbst auch in diesem Zustand ist. Ja. Spürt eine Frau das, ob ein Mann in der Sexualität mit seinem Herzen verbunden ist oder nicht? Würdest du das sagen? Gibt es dann, kann eine Frau das wahrnehmen? Natürlich. Ist da ein Unterschied? Ja, natürlich. Also sie merkt, kann ein Mann berühren oder nicht. Mhm. Ja, also macht er irgendwie Wischiwaschi auf meiner Haut? Oder ist er mit seiner Aufmerksamkeit ganz in seinen Händen? Das
spürt jede Frau. Sie spürt, ob der Mann wirklich für sie und für das, was da zwischen ihnen passiert, wirklich offen ist oder ob er an seine Steuererklärung denkt oder irgendwelche Bilder im Kopf hat und geistig abwesend ist. Ja, sie spürt, ob er voll bei der Sache ist und sich hingibt oder eine Nummer spürt. Eine Frau ist einfach sehr, sehr sensibel, die spürt das ganz genau. Das ist natürlich jetzt ein hoher Anspruch, so wirklich gemeinsam in so eine Ekstase zu kommen. Das geht nicht mal eben nach Feierabend in einer halben Stunde. Nein. Ne? Da braucht man ein bisschen Zeit für. Nein, das geht nicht. Und eine Bereitschaft. Ne? Ja, eine Bereitschaft, das geht nicht immer. Man braucht Zeit. Mhm. Das ist natürlich ein ganz großer Aspekt dafür. Oder wenn man einen sehr stressigen Tag hatte oder so und abends Kopfschmerzen hat, ist es schwierig, oder? Ja. Man kann ja auch mal kuscheln oder einfach mal ein Quickie machen. Ne? Mhm, okay. Das ist ja nicht verboten. Und was würdest du sagen, für Frauen? Tantrika. Na, das geht nicht immer. Ne? Das große Kino kannst du nicht immer haben. Man muss auch mal ein YouTube-Video gucken, ein 5-Minuten-Video. Sind manchmal auch ganz schön. Genau. nicht der große Kinoabend. Das ist, wenn eine Frau auswählen könnte, ich sag mal, alle 2 Tage irgendwie einen normalen Sex irgendwie oder alle 2 Wochen großes Kino. Was wird eine Frau wählen? Ich glaube, alle 2 Wochen großes Kino. Mhm. Weil ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied auch, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich hoffe, ich tue da den Frauen kein Unrecht, aber dass, wie gesagt, für Frauen ja auch Körperkontakt wichtig ist, Sinnlichkeit wichtig ist. Und dass die, dass denen auch alle 2 Wochen Sex reicht oder einmal die Woche Sex reicht. Ja, die müssen nicht jeden Abend Sex haben. Ne? Wie gesagt, die Phase der Verliebtheit auch für die Frauen da ausgenommen. Aber sie wollen auf alle Fälle in den Arm genommen werden. Sie wollen geküsst werden, täglich gestreichelt werden. Was natürlich zum Teil dann auch, zumindest wenn die Kinder klein sind, diese Bedürfnisse mit und von den Kindern auch gestillt werden. Ne? Aber da deswegen würde ich jetzt mal sagen, spontan lieber großes Kino alle 2 Wochen. Okay. Du hast vorhin was Interessantes angesprochen, das wäre wahrscheinlich auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich meine, wir haben ja da auch sehr viel Wissen, nämlich den Ganzkörperorgasmus. Da sind mit Sicherheit alle hellhörig geworden und wenn sie beim Autofahren gehört haben, nicht so 100% aufmerksam mehr. Ne, das ja, also was ist ein Ganzkörperorgasmus? Du hast das einfach so verwendet, weil wir das permanent verwenden, weil unsere Teilnehmer eigentlich in der Regel, ne, wenn die ein längeres Training machen, bei dir also auch ein Jahrestraining haben, sind in der Lage, sowas zu erleben. Aber ich denke, für normale Zuhörer ist das erstmal unvorstellbar oder was ganz Esoterisches. Wie kommt eine Frau zum Ganzkörperorgasmus? Muss die Klitoris besonders toll stimuliert werden oder muss sie ganz besonders verliebt sein? Ich stelle jetzt mal ein bisschen naive Fragen, ja. Wie kommt eine Frau zum Ganzkörperorgasmus? Ja, also erstmal muss ich sagen, ja, Björn, du hast recht. Ich habe einen ganzen Podcast dazu gemacht für die Frauen über den weiblichen Orgasmus. Genau. Also da kann ich jetzt mindestens 2 Stunden drüber referieren. Also ich muss mich ja kurz halten. Was muss passieren? Also das Erste... Vielleicht für die Männer, ne? Was ist für die Männer wichtig? Ach so, für die Männer, ja, stimmt. Das ist ja... Moment. Die Frauen sollen deinen Podcast hören. Aber was kann ein Mann tun? Ja, ja. Also ich trotzdem, für den Mann gilt, wie wir das eben schon gesagt haben, das Gleiche. Also ein Mann, der das erleben will mit der Frau, muss selbst auch in seinem Körper gut angekommen sein. Ja, also nochmal konkret, also was kann ein Mann tun? Muss er bestimmte Dinge beachten? Muss er tief mit ihr atmen? Muss er sie an bestimmten Stellen berühren? Muss er über die A, B, C, D, F, Z-Punkte Bescheid wissen? Ja, genau. Was es da alles gibt? Ja, genau, von all dem, ne? Also ich meine, atmen tut die Frau allein, das muss er nicht, ne? Aber es hilft auch, wenn er mitatmet. Ja gut, aber was jetzt den Mann konkret angeht, bedeutet zum Beispiel wirklich das, was wir jetzt schon so oft drüber geredet haben, dass der ganze Körper erstmal mit einbezogen wird, vor allen Dingen auch die Stimulation der Brüste der Frau. Das ist ganz wichtig, weil die Frau über die Erregung der Brüste praktisch werden ihre Genitalien geöffnet.
Also zumindest bei den erweckten Frauen ist das so. Also die Stimulation, Berührung des ganzen Körpers erstmal als sogenanntes Vorspiel und der Brüste. Dann ganz konkret an den Genitalien natürlich, dass alle erogenen Zonen bzw. alle Punkte um und in der Vagina der Frau, die Orgasmen ermöglichen, dass die stimuliert werden. Das heißt, nämlich die da sind. Das heißt, genau, als erstes natürlich die Klitoris. Die Klitoris ist natürlich, das wissen ja auch alle Männer, der absolut sensibelste Punkt der Frau, dass der stimuliert wird. Und das sitzt ja im praktisch, die Klitoris sitzt ja am Eingang der Vagina. Das heißt, ist irgendwie auch die Tür oder das Tor zur Vagina, zur Vulva, zur Yoni, wie wir sagen, dass die sich weiter öffnet. Also die sollte immer mitstimuliert werden und dann aber eben auch die orgasmusfähigen Zonen in der Vagina der Frau selbst. Das sind zum einen halt der G-Punkt oder die G-Zone und eben der A-Punkt. Beide lösen unterschiedliche Orgasmen auch aus in der Frau. Ich sag mal, am einfachsten für einen Ganzkörperorgasmus ist eben das, was wir auch kombinierten Orgasmus nennen, durch Stimulation der Klitoris und der G-Zone, die eben praktisch an der Decke der Vagina angesiedelt ist, im Harnröhrenschwellgewebe ist und eben Schwellgewebe ist, was eben anschwillt, wozu es zum Orgasmus kommen kann und dann eben auch zur Ejakulation der Frau. Wenn das passiert, sind eben auch die beiden Nerven angesprochen, die für unsere Orgasmen zuständig sind, der Pudendusnerv und der Beckenbodennerv. Und ja, wie gesagt, dafür ist es wichtig, für diesen Ganzkörperorgasmus, dass beide Nerven eben erregt sind und die eben auch bewirken, dass da schon mal ein Empfinden da ist, dass unterschiedliche Körperregionen angesprochen sind. Es ist aber auch, was auch wichtig ist, ist wirklich auch der Atem beim Ganzkörperorgasmus und die Berührung und das Vorspiel des ganzen Körpers, wo der Körper eben geöffnet wird, dass sich die Energie, die in den Genitalien praktisch erzeugt wird, dass die Erregung aus den Genitalien über die Atmung im ganzen Körper verteilt wird. So, kann man das durch einen Podcast oder durch ein Buch lernen? Der Mann könnte auch meinen, ach so, ob er das lernen kann und eine Frau. Naja, er muss es wissen, er muss wissen, wo die Punkte liegen. Da muss er einfach mal seine Frau fragen. Mhm. Ja, wenn die Frau Dakini ist, dann weiß sie das auf alle Fälle und wird ihm das zeigen können. Mhm. Und dann muss er halt üben. Ja, es geht. Braucht schon Übung. Ja, es geht also viel um praktisches Wissen. Ne? Wir trainieren das ja letztendlich mit den Männern wie mit den Frauen in verschiedenen Seminaren und Trainings. Ganzkörperorgasmen erstmal für sich zu erleben. Ich glaube auch, das ist die Voraussetzung, dass man selbst in dieser ekstatischen Trance, wenn ich ein Controlletti bin, als Mann, der nur an Frauen rumschraubt, sorry, dann bist du ein Schrauber, aber dann dann kannst du auch den Frauen einen klitoralen Orgasmus machen. Aber das, wovon Laila da spricht, nämlich, dass sie die Frau eine andere nach dem Sex ist, dass sie wirklich in Ekstase ist, dass sie wirklich in solche Zustände, würde ich sagen, kann man eine Frau nur bringen, wenn man sie selbst kennt auch. Und dafür muss ich das selbst erlebt haben. Und das geht nicht durch Bücher. Das ist ein Weg, wo ich mich nass machen muss, wo ich ins Wasser springen muss. Das trainieren wir in den Seminaren einfach. Und da brauchst du ein bisschen persönliches Engagement. Da sind die eigenen Gefühle. Das ist ein bisschen umfangreicher, was man eben nicht intellektuell durch Wissen allein bewirkt. Ja, ich glaube, dass es auch für den Mann schwieriger ist als für die Frau, weil ich glaube, dass der Mann noch stärker konditioniert ist in der Sexualität auch als die Frau durch die Pornos, ganz klar. Auch weil er ja, wie gesagt, schon Jahrhunderte lang und Jahrtausende lang auf dieser Art Sex hatte. Man kannte ja nie etwas anderes bis vor 30, 40 Jahren, wo überhaupt diese Diskussionen mal öffentlich geführt werden. Und die Forschung ist ja auch noch nicht so alt.
Und aber auch, weil die Frau einfach einen leichteren Zugang zu ihrer Ganzkörperlichkeit, also zu ihrer Sinnlichkeit. Die Frau ist ein körperliches Wesen, ne? Sie ist ja ein Erdenwesen, anders auch als der Mann, hat sie da leichteren Zugang zu und auch zu ihren Emotionen. Und beides ist eben für einen Ganzkörperorgasmus der Zugang dazu wesentlich. Ja, also wenn guter Sex hängt eben sehr davon ab, was die Frau, wie gut sie sich kennt, wie gut sie wirklich ihre Sexualität lebt, inwieweit sie einen guten Kontakt zu ihrem Körper hat und dann auch bestimmte Erfahrungen hat oder auch Erwartungen an den Mann hat. Das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Eine Frau, die wenig Kontakt zu ihrem Körper hat, wird wahrscheinlich mit einem eher oberflächlichen Sex zufrieden sein. Ja, klar. Eine Frau, die Ekstase kennt, die Ganzkörperorgasmen kennt, wird normalen Sex eher wie eine Currywurst mit Pommes erleben. Man war mal eben an der Frittenbude und hat den Hunger gestillt. Ne? Das hängt eben davon ab. Ja, aber manche sind halt damit zufrieden. Ne? Genau. Das ist halt so, ja. Ne? Und das betrifft die Männer eben auch. Wie gesagt, wenn du da mehr zu wissen willst als Mann, empfehle ich dir gerade zu diesem Thema aufgehängt am Porno, trotzdem aber viel, viel weiterführend, nämlich Ekstase statt Porno ist mein E-Book. Da erfährst du nicht nur, wie du von Pornos loskommst, weil die sehr, sehr stark konditionierend sind, sondern eben auch, wie du Ekstase für dich trainierst. Und letztendlich wirst du an einem konkreten Training nicht vorbeikommen, sei es damit oder auch in meinen Seminaren. Erstmal an Laila, vielen Dank. Ich hoffe, da waren spannende Antworten dabei oder Dinge, die sie einfach als Frau völlig anders formuliert als ich. Hat mir viel Freude gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao. Ciao.